Einen wunderschönen guten Tag. Wieder geht's weiter mit den Wiederholungen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Umgang mit Menschen. Dabei richte ich mich wieder nach unserem Sachkundebuch, was wir haben. Inhaltlich geht es genau so weiter wie bei den letzten Malen. Dazu noch ein paar Ergänzungen, die gemäß dem Rahmenplan IHK noch dazugehören. Die erste Frage wäre, was versteht man überhaupt unter dem Thema Umgang mit Menschen? Umgang mit Menschen ist das, was wir als angemessenes Verhalten beim Einwirken auf andere Menschen sehen. Und das Ganze unter Beachtung der Persönlichkeit und der Bedürfnisse. Gerade im Sicherheitswesen ist es wichtig zu wissen, wie sollte ich mit anderen Menschen umgehen. Das ist eins der wichtigsten Mittel, was wir haben. Eins der wichtigsten Mittel, was wir haben, ist die Kommunikation. Durch Kommunikation oder durch das richtige Verhalten, das ich an den Tag lege, habe ich schon die Möglichkeit, zum Beispiel Konflikte oder vielleicht auch Gewalttaten von vornherein zu verhindern. Damit ich überhaupt weiß, wie funktioniert das mit dem menschlichen Verhalten, wie funktioniert das mit der Psychologie, wie kann man das mal beeinflussen, ist es wichtig, dass ich weiß, welchen Ursprung hat jedes Verhalten. Und der Ursprung unseres Verhaltens sind unsere Bedürfnisse. Die Bedürfnisse sind der Ausgangspunkt und der Zielpunkt unseres gesamten menschlichen Strebens und Handelns. Unsere Bedürfnisse sorgen dafür, dass wir etwas machen. Und unsere Bedürfnisse sind das, was wir letztlich erfüllt haben möchten. Dazu hatte Abraham Maslow, die sogenannte Bedürfnispyramide erstellt. Die gibt es in unterschiedlichen Formen. Kurz vor seinem Tode hat Herr Maslow die nochmal erweitert auf 7 oder auf 8 Stufen sogar. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Und bei der neuesten Maslow-Pyramide ist die oberste Stufe die sogenannte Transzendenz. Bedeutet so viel wie so ein Guru, ich bin mit mir selbst und meiner Umwelt im Reinen. Ich habe eine Situation erreicht, einen Zustand erreicht, wo ich nichts mehr habe, was ich weiter erreichen kann. Aber die ursprüngliche Maslow-Pyramide ist in 5 Teile aufgeteilt, in 5 Stufen. Und die unterste Stufe sind die sogenannten Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse sind auch die physiologischen Bedürfnisse. All das, was für den Menschen elementar wichtig ist, sowas wie Essen, Trinken oder aber auch die Sexualität. Eine Stufe darüber haben wir das Sicherheitsbedürfnis oder auch das Schutzbedürfnis. Beim Sicherheitsbedürfnis geht es darum, um die materielle Sicherheit. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genügend Geld, was ich verdiene und so weiter. Die nächste Stufe, die erfüllt sein muss, sind die sogenannten sozialen Bedürfnisse. Soziale Bedürfnisse, all das, was momentan durch Corona halt so eingeschränkt ist, die Partnerschaft, die Freundschaft, die man pflegen kann, der soziale Kontakt, aber auch natürlich Liebe. Eine Stufe darüber ist die soziale Anerkennung. Soziale Anerkennung ist halt die Selbstachtung, die ich habe. Auch das ist natürlich wichtig, die Wertschätzung, die ich mir selbst gegenüberbringe, die mir aber auch andere Leute gegenüberbringen, zumindest so, wie ich es empfinde. Und bei der ursprünglichen Form der Maslow-Pyramide, die oberste Stufe, ist dann die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, dann habe ich tatsächlich den Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich sage, hey, da wollte ich hin, da bin ich jetzt, das ist super. Das heißt nicht, dass man grundsätzlich einzelne Stufen nicht überspringen kann. Das ist durchaus möglich. Aber von dem Grundsätzlichen her ist es so, ich muss nach und nach meine Bedürfnisse erfüllen. Alle Bedürfnisse basieren aufeinander.
Wenn ich eine Ebene abgeschlossen habe, erst dann habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, mich um die andere Ebene zu kümmern. Ich erkläre das immer ganz gerne mit, wenn ich wirklich Hunger habe, richtigen Hunger habe. Nicht so, wenn ich eine Stunde nichts gegessen habe, sondern ich habe wirklich 3, 4 Tage nichts gegessen. Wenn ich 3, 4 Tage nichts gegessen habe, dann ist mir die Freundschaft zu irgendwelchen Leuten, mich mit denen zu treffen und mit denen zu reden, relativ egal. Dann möchte ich erstmal meinen Hunger befriedigen. Um weiterzugehen, um den Menschen zu verstehen, haben wir die Motive. Motive sind ähnlich wie die Bedürfnisse, nämlich die Motive sind die Beweggründe für unser Handeln und Streben, beziehungsweise um die konkreten Ziele unserer Bedürfnisse zu erreichen. Das sind Motive, das sind die Beweggründe für das, was wir letztlich machen. Motive gibt es zwei Arten. Wir sprechen von den primären und von den sekundären Motiven. Primäre Motive sind die angeborenen Motive, die ich von der Geburt an quasi habe, sowas wie Essen, Atmen und so weiter. Und die sekundären Motive sind die Motive, die ich im Laufe der Zeit erst erlernt oder erworben habe. Deswegen sind sekundäre Motive auch die erworbenen Motive. Und dazu zählen halt materielle Sachen, materielle Mittel, Macht oder auch die Sucht. Die Motive werden bestimmt von dem, was ich machen möchte, das heißt von unseren Bedürfnissen, aber auch von unserer Persönlichkeit. Man kann auch sagen, ein Motiv ist der Grund überhaupt, erstmal etwas zu tun, überhaupt den Antrieb zu bekommen, etwas zu tun. Um den Menschen, die Funktion des Menschen, wie der Mensch funktioniert, überhaupt weiter verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, wie ist die menschliche Persönlichkeit aufgebaut. Die menschliche Persönlichkeit ist nach einem Modell von Aristoteles und Plato oder Plato aufgeteilt in 3 Punkte. Man spricht da auch von dem Persönlichkeitsdreieck. Ja, das ist einmal der Verstand, das Gefühl und der Trieb. Motive des Verstandes ist halt meine Fantasie, mein Wissen, all das, was ich halt in meinem Verstand abgespeichert habe. Gefühlsmotive, sowas wie Liebe oder Hass, und Triebmotive, da haben wir wieder den Hunger oder auch, wichtig zu wissen, der Selbsterhaltungstrieb. Und grundsätzlich ist es so, dass keiner dieser verschiedenen Typen überwichtig sein sollte, sondern grundsätzlich sollten alle in Einklang sein. Sobald eins meiner Motive überwiegt, dann bin ich nicht mehr ausgeglichen. Menschen, die mehr über ihren Verstand gehen, das sind Menschen, die relativ kalt, relativ kühl wirken, relativ emotionslos. Bei Gefühlsmotiven, klar, sollte klar sein, das sind Menschen, die halt immer sehr stark mit ihren Gefühlen reagieren, und bei Triebmotiven, das sind die Menschen, die ihren Trieb, in welcher Form auch immer, ausleben müssen. Ja, wenn ich weiß, aus welchem Motiv macht eine Person etwas, habe ich die Möglichkeit, nämlich daraus schon Rückschlüsse zu ziehen, wie würde er sich beim nächsten Mal verhalten oder wie verhält er sich gleich in der nächsten Situation. Und sobald ich etwas weiß, habe ich die Möglichkeit, da gezielt auch drauf einzugreifen, denjenigen zu steuern. Ein Motiv ist umso wichtiger, je motivierter ich bin, es auch zu erreichen. Das sind Motivationen. Motivationen sind psychologische Vorgänge, die bewusst oder unbewusst unser Handeln bestimmen.
Motivation sind psychologische Vorgänge, die das Motiv auslösen und dazu führen, etwas zu tun. Das Motiv war der Grund, dass ich überhaupt erstmal etwas mache. Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Verhalten und mit dem Erleben von Menschen. Mit dem Verhalten, wie reagiert ein Mensch quasi äußerlich auf etwas, und mit dem Erleben, welche Vorgänge finden im Inneren des Körpers oder des Kopfes statt. Wie wirkt sich eine hohe Motivation aus? Ja, das wird der eine oder andere vielleicht sogar wissen. Sobald Sie etwas machen, was Ihnen Spaß macht, sind Sie in der Regel aufmerksamer. Ihre Wahrnehmung verändert sich. Sie nehmen bestimmte Dinge, die Sie interessieren, viel besser wahr. Motivierte Menschen, Menschen mit einer hohen Motivation, übernehmen gerne Aufgaben. Menschen, die motiviert sind, strahlen das auch nach außen aus. Und dadurch haben die auch die Möglichkeit, andere Leute mitzureißen oder vielleicht besser zu führen. Und je motivierter ich bin, umso mehr Selbstvertrauen strahle ich auch aus. Natürlich habe ich die Möglichkeit, mich selbst zu motivieren, oder aber ich kann andere Menschen motivieren. Dazu gibt es verschiedene Motivationsmethoden, und diese Motivationsmethoden werden mit verschiedenen Motivationsmitteln umgesetzt. Insgesamt spreche ich von fünf Motivationsmethoden, nämlich die Anerkennung, Ziele setzen, Ausüben von Druck, die Anteilnahme und Interesse zeigen, wobei Anteilnahme, Interesse zeigen für mich in die gleiche Richtung gehen. Motivationsmittel bei der Anerkennung, das günstigste, das beste Mittel, was man anwenden kann, ist das Lob. Ne? Wird gerade von Führungspersonen viel zu selten eingesetzt. Ist für mich als Vorgesetzter ein Mittel, was mich nichts kostet, außer ein bisschen Überwindung vielleicht. Aber auch die finanzielle Belohnung ist natürlich ein Zeichen meiner Anerkennung. Ziele setzen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, Ziele zu setzen, um halt Erfolge als Motivationsmittel einzusetzen oder auch Prämien oder sowas. Wenn du das geschafft hast, dann wird es halt so und so sein. Druck ist eher eine negative Motivationsmethode. Das kann Leistungsdruck sein, das kann Zeitdruck sein, das kann das Aufzeigen von Konsequenzen sein, das ist aber in der Regel etwas nicht so Positives. Es gibt aber auch Menschen, die damit viel besser klarkommen, die das brauchen, um sich überhaupt zu rühren. Anteilnahme und Interesse zeigen, da geht es halt hauptsächlich dazu, ich gehe aktiv mit jemandem um. Ich höre aktiv zu. Ich zeige ihm, dass ich für ihn da bin. Ich zeige meine Zuneigung, ich zeige auch mein Mitleid. Aber ich zeige auch, dass ich mich für das Thema, was gerade besprochen wird, auch interessiere.